Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir hier die Gelegenheit bekommen, das Thema, was uns beide sehr, sehr lange beschäftigt hat, jetzt nochmal mit Publikum auch zu diskutieren, auch wenn es jetzt natürlich etwas überlagert ist, durch die Flüchtlingskrise, die ja zurzeit medial und in der Öffentlichkeit und in der Debatte fast alles erschlägt. Insofern sind wir Ihnen richtig dankbar, dass Sie sich trotz der Flüchtlingskrise auch weiterhin für den Euro, die Eurokrise Europa interessieren. Die Veranstaltung, sagte Christine ja gerade schon, ist ein bisschen ein Experiment, dass wir hier eben versuchen, im Dialog das Thema einmal in der ersten Stunde einmal rundum darzustellen. Wir haben dann, damit es auch auf jeden Fall verständlich ist, zwei Frageblöcke in dieser ersten Stunde schon vorgesehen. Diese zwei Frageblöcke sollen eben dem Ziel dienen, Verständnisfragen zu stellen. Während dann in der zweiten Runde, wenn wir dann eben noch die Diskussionsrunde haben werden, dann natürlich auch vertieft diskutiert werden kann und soll. Ja, also es geht uns darum, die Mechanismen zu erklären. Kaspar und Genau, und wie Sie schon merken werden, werden wir unterschiedliche Positionen einnehmen im Verlaufe des Abends, die eben unterschiedlich sind. Die müssen jetzt nicht unbedingt unsere persönliche Meinung wiedergeben, sondern das dient eben der Klarstellung der Sachverhalte. Ja, zum Warmwerden vielleicht erstmal ein paar zugespitzte Thesen. Donata, was fällt dir denn eigentlich zur Europäischen Zentralbank ein? Die EZB ist der Feind des deutschen Sparers. Also da würde ich ja sagen, sie ist der Retter des deutschen Arbeitnehmers. Die EZB hat die Eurokrise beendet. Naja, das finde ich jetzt ziemlich optimistisch. Da würde ich sagen, sie hat eigentlich die Krise verschleppt und droht, den Euro zu zerstören. Die Banken sollen sich doch bitte schön selber retten. Um Himmels Willen. Große Banken reißen die ganzen Volkswirtschaften mit in den Abgrund. Deutschland ist doch eh nur der Zahlmeister Europas und der Welt. Das ist doch totaler Quatsch. Also Deutschland ist der größte Profiteur der Euro-Rettungspolitik. Die Länder des Südens wurden doch kaputt gespart. Nein, die Länder des Südens haben total versäumt, ihre Wirtschaft zu modernisieren und das mussten sie jetzt einfach nachholen. So, jetzt sind wir natürlich alle wieder hinreichend verwirrt. Das sind so die Thesen, die uns in den letzten Jahren ja immer aufgefallen sind, die uns entgegengeschleudert wurden, wo man dann am Ende so ein bisschen ratlos ist und sich einfach fragt, was stimmt denn nun eigentlich? Aber dieses Gefühl der allgemeinen Verwirrung, das war bei mir und ich glaube auch bei Kaspar zu Anfang ein ganz beherrschendes Gefühl dieser Finanzkrise, als es losging in den Jahren 2007, 2008. Ja, das kann man wohl sagen. Also es gab eine Sache, die sehr überraschend war und es gab eine Geschichte, die man sehr voraussehen konnte. Also ich habe damals im Jahr 2008 zusammen mit einem Filmemacher Erwin Wagenhofer an einem Film- und Buchprojekt zusammengearbeitet, Let's Make Money. Und das wurde fertig quasi kurz vor der Lehman-Pleite. Das heißt, es war damals schon sehr wohl so, dass viele, viele Experten über die Grundprobleme, also über die erste Krise, die in den USA ausbrach, schon lange diskutiert haben. Diese erste Krise, die wir dann immer als Subprime-Krise bezeichnet haben. Was ja dahinter steckte, war, dass sich eben in den USA extrem billig die Leute Immobilien kaufen konnten, also immer günstiger Kredite bekamen und das war ja in den USA so ein Mechanismus gewesen, mit dem man einen Ausgleich gefunden hatte, weil eben die Löhne für große Teile der Bevölkerung nicht mehr gestiegen waren und jetzt hatte damals eben die amerikanische Gesellschaft immer stärker auf Pump gelebt und ja, da könnte man ja auch sagen, das hat ja eigentlich gar nicht viel mit uns zu tun gehabt. Was haben wir irgendwie damit zu tun, dass in Amerika die Leute sich verschulden und Häuser kaufen? Aber es war so, dass die Banken einen neuen Mechanismus erfunden hatten, wie man quasi die Kredite, die Leute bei ihnen aufnehmen, ob für ein Auto, für ein Haus oder für ein Studium, nicht mehr selber in der Bank
behielten, wie man das traditionell immer die letzten wahrscheinlich 200 Jahre gemacht hat, sondern sie hatten einen Mechanismus gefunden, wie man eben diese Kredite zusammenpackt und auslagern und an andere, an Dritte verkaufen kann. Und da gab es dann auch eine Bank in Düsseldorf, da war ich damals tätig. Diese Bank, die IKB, war die erste Bank in Deutschland, wo das Problem ankam. Und zwar deswegen, weil diese Bank eben ganz viele von diesen Papieren, die auf diesen amerikanischen Immobilienkrediten beruhten, gekauft hatte. Und als die in Amerika die ganzen Kredite platzten, halt diese Bank große Probleme bekam. Und warum ich die Geschichte erzähle, ist auch deswegen, weil ich in den Vorjahren immer mal wieder vertretungsweise bei dieser Bank gesessen habe als Journalist. Damals war ich noch beim Handelsblatt und wir da eben so diese Bilanzen bekamen, aufgetischt bekamen und niemals eigentlich von diesen Vehikeln, die diese Bank eingesetzt hatte bei diesen Bilanzpressekonferenzen, das ein Thema war, geschweige denn, dass wir als Journalisten in diesem Wust von Zahlen das entdeckt hätten. Das heißt, das hat mich doch sehr, sehr nachdenklich gemacht, auch im Nachhinein, dass ich da eigentlich und auch meine Kollegen, soweit ich weiß, damals nie irgendetwas entdeckt haben. Und das war so die Vorgeschichte von dem Ganzen. Das spielte sich ab im Sommer 2007 und ein Jahr später ging dann eben die Lehman Bank in den USA pleite, womit es richtig losging. Wie hast du das denn damals erlebt? Ja, das habe ich damals so erlebt, dass ich einen einzigen Tag lang das richtig, richtig gut fand, als das passierte. Es wurde ja eine ganze Nacht oder beziehungsweise eine Woche und dann auch wieder so eine dieser Nächte, die es dann ja danach viel noch sehr oft geben sollte, lang verhandelt mit Bankenexperten, mit Regierungsexperten, mit Börsenexperten in den USA, ob denn jetzt nun diese Bank gerettet werden sollte oder nicht. Und man hatte sich entschieden, sie nicht zu retten. Und ich dachte auch, super, das ist ja mal richtig gut. Denn warum sollte die US-Regierung ausgerechnet eine Investmentbank retten, die ja in dem Sinne gar keine Spareinlagen verwaltet und auch nicht wirklich Kredite vergibt an Unternehmen der Realwirtschaft. Und es gibt doch keinen Grund, warum eine Regierung den Zockern auch noch das Geld hinterherwerfen sollte. Das dachte ich jedenfalls. Doch ab Tag 2 wurde dann sehr deutlich, wie sehr doch alle Banken und zusätzlich auch noch die Versicherungen miteinander verflochten sind. Jeder hatte jedem irgendwelche Kredite gegeben, die gegenseitig verbürgt, gegenseitig angeblich abgesichert. Und das Ganze brach dann so mit dem berühmten Domino-Effekt zusammen. Also die Lehman Bank, die zog dann eine Bank nach der nächsten mit in ihren Abwärtsstrudel und die Versicherungen gerieten dann danach zuerst in den USA, aber eigentlich auch in Deutschland mit in diesen Strudel, beziehungsweise sie drohten einfach in diesen Strudel mit hinabgezogen zu werden. Selbst die deutschen Landesbanken, die ja eigentlich doch eher so ein langweiligeres Image hatten, standen am Abgrund. Und wer hätte gedacht, dass in Deutschland ausgerechnet die Hypo Real Estate, eine Bank, von der ich zwar schon mal als Wirtschaftsjournalistin so aus dem Augenwinkel irgendwas gehört hatte, aber so richtig war die jetzt nicht unbedingt die Bank, die man jetzt so als Journalistin so besonders als interessante Bank im Blick gehabt hätte, dass ausgerechnet diese, also sozusagen zur systemrelevanten Bank wurde, die drohte, das gesamte deutsche Bankensystem in den Abgrund zu ziehen, einschließlich der Deutschen Bank, Commerzbank sowieso etc. Also das war für mich also jedenfalls ausgesprochen erstaunlich. Damit hätte ich, wenn man mich einen Monat vorher gefragt hätte, unter gar keinen Umständen gerechnet gehabt. Ja, und das führte dann dazu, dass diese Unsicherheit in diesem ganzen Bankensystem und im Versicherungssystem
dass plötzlich von jetzt auf gleich dann auch Kredite unendlich knapp wurden, dass also Unternehmen plötzlich Schwierigkeiten möglicherweise hätten bekommen können, dass ihnen die Banken die ganz normalen laufenden Betriebsmittelkredite gar nicht mehr gewähren und dann plötzlich das ganz normale Geschäft gar nicht mehr funktioniert. Wir starten also damals so in der Redaktion auf alle möglichen Indizes, die Konjunkturentwicklungen und Unternehmensentwicklungen und sonst was abbildeten und sahen, dass die also binnen Tagen alle wirklich nur runter gingen. Und irgendwann hatten wir dann sehr schnell auch das Gefühl, wir gucken hier so richtig tief in einen Abgrund. Insofern blieb letztlich der Bundesregierung und auch den anderen G20-Regierungen, also den Regierungen der größten Industrie- und Schwellenländer, angefangen bei den USA, über China bis hin zur Türkei etc., gar nichts anderes übrig, als große Bankenrettungsprogramme aufzulegen, weil sonst die Wirtschaftskrise, die sich ja sowieso entwickelt hat, im Jahr 2009 in eine richtige Weltdepression gemündet wäre. Ja, und jetzt hat man also die Banken gerettet. Und da ist ja dann auch ein bisschen die Frage, hat man das eigentlich jetzt so, wie man das gemacht, gut gemacht? Also es war ja nicht das erste Mal, dass es eine solche Bankenkrise gab. Es ist ja in den letzten 30 Jahren, eigentlich so seit Anfang der 70er Jahre, immer wieder weltweit irgendwo zu Finanzkrisen oder auch zu Bankenkrisen gekommen. Also seitdem ja das Währungssystem gewechselt worden ist. Damals hatte man bis 1970 noch das Währungssystem von Bretton Woods mit festen Wechselkursen und hat dann eben gewechselt zu einem Währungssystem der freien Wechselkurse und hat damals auch das Bankensystem dereguliert, das heißt viele Regeln abgeschaffen, die es vorher gegeben hatte. Also noch in den 60er Jahren konnte man nicht mal eine Währung in eine andere unkompliziert umtauschen. Ja, und es hatte also eben immer wieder Bankenkrisen gegeben, zum Beispiel eigentlich eine in Anfang der 90er Jahre in Schweden, die man so rückblickend sagen muss, dass die eigentlich so bilderbuchmäßig gelöst worden ist, weil damals die schwedische Regierung hingegangen ist und sehr radikal diese Banken zwangskapitalisiert hat. Was heißt das? Also man hat dafür gesorgt, dass die Mittel der Banken, die diese braucht, um Geschäfte zu machen, zwangsweise aufgefüllt wurden. Und man hat schon damals dann vom Staat her viele Banken übernommen und hat die problematischen Kredite, die diese Banken hatte, in eine andere Gesellschaft reingepackt. Das war so eine dieser ersten Bad Banks, von denen hat man dann im Laufe der Finanzkrise auch häufig noch gehört. Und weil man das eigentlich sehr radikal und sehr beherzt und sehr schnell gemacht hat, ist es so gewesen, dass am Ende dieser schwedischen Finanzkrise der Staat mit einem dicken Plus aus diesem Geschäft rausgekommen ist. Das heißt, es gab keinen Schaden für die Gesellschaft, es gab sogar unter dem Strich ein Plus. Und als dann die Finanzkrise ab 2007, 2008 losging, haben auch einige Länder, vor allen Dingen die USA und Großbritannien, nach ähnlichen Rezepten gehandelt und sind damit auch ganz gut gefahren. In Deutschland war man da etwas zögerlicher und ist einen anderen Weg gegangen. Wie war das denn? Ja, man hat dann in einer dieser Nachtsitzungen an einem Wochenende, wo man eben dann die Tatsache, dass die Börsen geschlossen waren, ausnutzen wollte, um dann für die Börseneröffnung montags um 2 oder 3 Uhr, je nach Sommer- und Winterzeit in Japan, eben dann mit neuen Nachrichten präsent zu sein. Also in einer dieser Nachtsitzungen hat man dann den Bankenrettungsfonds SOFIN gegründet, der ausgestattet wurde mit Garantien bis zu 480 Milliarden Euro, die der Bund eben bereitgestellt hat. Also nach dem Motto, wenn jetzt was schief geht, haften wir als Staat Deutschland mit bis zu 480 Milliarden Euro für diese kippeligen Banken. Weil man diesen SOFIN aber nur begrenzt hat für die HRE, später dann für ein paar Landesbanken,
Beispielsweise schon sehr zögerlich war bei der Commerzbank, die zwar auch gerettet wurde, aber mit einer komischen Mischung aus Eigenkapitalzuschuss und Anleihen, die Commerzbank dann schnell zurückzahlen sollte, hat die Bankenrettung sich in Deutschland verschleppt und in Europa war es ziemlich ähnlich. Also da war es so, dass die Politiker in Europa immer jeweils zu sehr auf ihre Banken gehört haben, nach dem Motto, wir wollen nicht zwangskapitalisiert werden, wir schaffen das auch so, wir sind doch gesund, etc. pp. Deswegen wurden wirklich nur die allernotleidendsten Banken überhaupt gerettet, während die USA auch Banken, die an und für sich gesund waren und sagten, sie seien gesund, denen trotzdem noch Eigenkapital aufgezwungen hatten. Und deswegen sind die USA sehr viel schneller und durch diese Krise hindurchgekommen. Sie haben ihre Bankenrettung mit einem Gewinn für den Steuerzahler abgeschlossen. In Deutschland ist das immer noch jetzt unklar. Also das wird jetzt so alles vor sich hin abgewickelt, was noch an Bad Banks beim SOFIN liegt. Es wurde ein Verlust von bisher 22 Milliarden in diesem SOFIN realisiert. Möglicherweise wird er in den nächsten Jahren noch durch Gewinne bei der Abwicklung von anderen faulen Krediten dann doch noch wieder hereingeholt, aber das ist vollkommen unklar. Also was nur klar ist, dass also 480 Milliarden Euro auf gar keinen Fall gezahlt werden müssen. Ja, bevor wir jetzt gleich zum ersten Frageblock kommen und danach dann die Reise machen von der Bankenkrise zur Eurokrise. Vielleicht noch kurz etwas dazu, warum denn eigentlich Banken in der Volkswirtschaft so eine wichtige Rolle haben und warum das eigentlich so schlimm ist, wenn Banken in die Bredouille kommen und nicht einfach behandelt werden können, wie jedes normale Unternehmen auch, bei dem man sagt, wenn es denn dann Verluste macht und pleite geht, dann geht das Unternehmen eben pleite. Das erleben wir ja ganz häufig und das ist ja ein ganz normaler Vorgang in der Volkswirtschaft. Das Problem ist einfach nur, dass Banken eben in unserer Gesellschaft eine ganz zentrale Funktion haben, weil sie eben Kredite herausgeben, Kredite an Unternehmen, Kredite auch an Privatpersonen und es eben so ist, dass wenn alle Leute auf einmal ihr Geld abheben wollen von ihrer Bank, diese Bank eben dann schnell pleite geht und damit eben so ein Dominoeffekt in Gang kommt, der dann dazu führt, dass am Ende die ganze Volkswirtschaft ins Stocken kommt. Und weil es das im Laufe der Geschichte sehr oft gegeben hat, also vor allen Dingen im 19. Jahrhundert sind reihenweise immer wieder Banken pleite gegangen, es ist immer wieder zu großen sogenannten Bankruns gekommen, hat man dann irgendwann gesagt, dass eigentlich auch die Zentralbanken in solchen Notfällen dafür gerade stehen sollen, dass die Banken eben mit genügend Geldern ausgestattet werden. Und das ist immer wieder passiert und das hat eben auch in dieser Finanzkrise eine große Rolle gespielt. Ja, vielleicht erstmal bis hierhin und die Frage, ob Sie zu dem, was wir gesagt haben, Nachfragen, Verständnisfragen haben. Ob das klar war. Da kommt das Mikro, dann kann man Sie besser verstehen. Das schwedische Bankenrettungskonzept, was Sie ganz am Anfang erwähnt haben, die Schweden waren da die Ersten. Im Ergebnis haben die positiv abgeschnitten. Ja. Das sollten Sie vielleicht nochmal sagen, wie ging das? Ja, also ein positives Abschneiden durch Eingreifen des Staats. Ja. Also der Staat hat damals ganz beherzt die gesamten Banken verstaatlicht, alle, und von den Börsen genommen. Also die waren dann halt 100% schwedische Banken. Dann haben die aus, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es waren, aber so irgendwie aus 7 macht 3, so ungefähr. Also die haben den ganzen Sektor geschrumpft, also aus
aus einer größeren Zahl von Banken dann drei neu gebastelt und diese dann an die Börse gebracht. Und diese gesunden Banken, die konnten dann an der Börse also die Aktien dieser Banken konnten für solche Preise verkauft werden, die eben dann mehr Geld in die Staatskasse gebracht haben, als der Staat vorher hat ausgeben müssen, um die Banken zu retten. Und dazu kam dann noch ein zweiter Aspekt, das war der, dass die Kredite, die man übernommen hat damals, also die man in diese Bad Bank ausgelagert hat, zu sehr niedrigen Konditionen dann später teurer, also besser verkauft werden konnten, als man das gedacht hat und als der Preis gewesen war, zu dem man sie eben in diese Bank eingelagert hat. Also es war noch eine zweite Stelle, an der der Staat dann Geld verdient hat. Wenn ich richtig zugehört habe, dann haben in den 80er oder 90er Jahren, das habe ich nicht ganz verstanden, haben sich die Regeln der Banken etwas verändert. Das hörte sich so an, als wenn die also risikoreicher arbeiten konnten. Wer ist denn dafür zuständig? Wer sagt denen denn, das dürft ihr machen oder das dürft ihr nicht machen? Oder entscheiden die das ganz alleine? Also es gibt ja, das entscheiden sie natürlich nicht alleine sozusagen, die Rahmenbedingungen werden festgelegt durch staatliche oder staatliche Institutionen beziehungsweise durch Gremien, die von verschiedenen Staaten zusammen geschaffen worden sind. Also wenn man sich gerade zum Beispiel das Kreditgeschäft anguckt, dann hat man immer wieder die Regeln verändert, wie man als Bank Kredit geben kann. Das heißt, mit wie viel eigenem Geld man diese Kredite unterlegen muss, wie diese Risiken auch einzuschätzen sind. Und im Ergebnis hat es aber dazu geführt, dass die Banken sozusagen mit immer weniger eigenen Mitteln immer mehr Kredite aufnehmen konnten und diese Kredite nicht nur benutzt haben, um sie an andere herauszugeben, zum Beispiel an Unternehmen oder Verbraucher, damit diese damit etwas machen, sondern sie sind im Laufe der Zeit hingegangen und haben in immer größerem Stil quasi selbst auf eigene Rechnung gehandelt. Mit Aktien oder mit eben diesen Immobiliengeschäften in den USA. Und dadurch haben sie eigentlich, man sagt dann immer so, ein immer größeres Rad gedreht und damit wurde sozusagen die Balance bei diesen Banken immer ungleicher. Und es wurde immer riskanter, weil es ist ja klar, wenn ich mit einem kleinen, also mit einem gleichbleibenden Eigenkapital immer mehr Geschäfte mache, ist es eben gefährlicher, wenn dann eben bestimmte Geschäfte ausfallen. Also weil das gehört ja auch zum Bankgeschäft dazu, dass immer wieder bestimmte Kredite auch platzen. Das ist ja die Aufgabe einer Bank, aber dadurch sind die Banken insgesamt viel anfälliger geworden. Also vielleicht ergänzend noch, also die 80er und 90er Jahre waren ja das große Zeitalter der Deregulierung. Man hat an allen Ecken und Enden Beschränkungen für die Wirtschaft aufgehoben, speziell eben auch für den Bankensektor. Man war damals überzeugt, die Märkte finden immer die richtigen Preise, die Märkte haben immer recht und man hat geglaubt, dass das auch für die Finanzmärkte gelten würde. Und die große Lehre der Finanzkrise ist, dass eben Finanzmärkte eben nicht so funktionieren wie Warenmärkte und nicht unbedingt den richtigen Preis finden. Und wenn sie das nicht tun, dass es dann eben gefährlich wird für alle. Dann machen wir jetzt hier noch die zwei Fragen und dann... Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Nee. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie die USA und Großbritannien als Vorbild im Bereich der Bankenrettung ansehen. Aber geht das nicht auch einher damit, dass beide Staaten sich enorm verschuldet haben im Rahmen der Bankenkrise, Rettung, was Deutschland in dem Sinne nicht gemacht hat? Und Großbritannien, wäre es im Euro drin, würde jedes Jahr einen blauen Brief aus Brüssel kriegen, weil die, ich glaube, bei 5% oder so liegen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, das ist richtig. Beide Staaten haben sich in der Bankenrettung sehr hoch verschuldet. Bei den USA ist es so,
dass alle Finanzmärkte immer sicher sind, dass die USA, wenn sie sich eine Zeit lang hochverschuldet haben, dies dann auch in einer angemessenen Zeit wieder zurückführen können. Also für die Vergangenheit stimmt das bei den USA. Ob das jetzt nach dieser Finanzkrise auch wieder so stimmen wird, das können wir in 15 Jahren dann vielleicht beurteilen. Jedenfalls angesichts dessen, wie groß der Bankensektor war und wie verflochten der in der Welt ist, können wir eigentlich dankbar sein, dass die US-Regierung nicht die deutsche Politik der knappen Kassen in der Bankenrettung verfolgt hat. Bei Großbritannien würde ich sagen, ist das Ergebnis so ein bisschen gemischt. Also wenn man sich anschaut, dass Großbritannien seine Banken dann zwar erstmal sehr beherzt auch gerettet hat, aber wenn wir uns jetzt anschauen, dass die doch schon einige Zeit ein ganz gutes Wirtschaftswachstum wieder gehabt haben, aber trotzdem immer noch ziemlich hohe Defizite im Haushalt fahren, also da könnte man dann jetzt auch sagen, sie hätten vielleicht jetzt doch vor 2 Jahren auch mal anfangen können, so ein bisschen mehr wieder auf ihren Haushalt zu achten. Also das ist jetzt meine persönliche Haltung dazu. Man kann es selbstverständlich auch anders sehen. Aber vielleicht sollten wir solche Themen, die doch eher schon in die Diskussion führen, einfach zurückstellen, weil wir wollten jetzt gleich noch einen Block eben machen, wie es von der Finanz- zur Euro-Krise kam, um dann eben in die Diskussion einzusteigen. Wenn das dort hinten jetzt noch eine Verständnisfrage war, dann nehmen wir die gern noch und dann würden wir weiter fortfahren. Ich habe jetzt aus Ihrer letzten Antwort nicht ganz verstanden, sind die Amerikaner nur mit einem positiven Ergebnis aus der Bankenrettung rausgegangen oder nicht? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Am Anfang ja. Doch. Als ob die Bad Bank quasi aus schlechten Papieren besteht, wie kann man die dann wieder in den Markt bringen, beziehungsweise die schlechten Papiere loswerden, damit man Gewinne bringt? Ja, im Grunde ist die Bad Bank eine eigene Bank, die aufgestellt wird und für die es dann staatliche Garantien gibt, damit sie funktioniert. Und jetzt werden ja die sozusagen schlechten Papiere, die da reingelegt werden, die sind ja zu einem bestimmten Zeitpunkt schlecht und mit einem bestimmten Wert dann bewertet. Und jetzt kann es aber gut sein, dass eben diese Papiere dann am Ende des Tages, die werden ja über lange Zeiten gehalten, die laufen ja teilweise 10, 15, 20 Jahre, dass sie im Laufe dieser Zeit eben an Wert gewinnen und dadurch dann eben wieder doch besser verkauft werden können. Also zum Beispiel sind ja auch jetzt amerikanische Häuser damit dann drin gewesen in den Bad Banks. Die waren während der Immobilienkrise dann sehr plötzlich gar nichts mehr wert oder sehr, sehr wenig. Und das hat sich dann ja erholt. Also inzwischen kann man die ja auch wieder besser zu höheren Preisen verkaufen als im Jahr 2009. Ja. Ja, dann machen wir mal hier weiter und schauen, wie denn jetzt eigentlich das ganze Szenario weitergegangen ist. Man hat ja dann sehr, sehr schnell, warte mal, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind jetzt von der Finanzkrise zur Eurokrise und du wolltest mir die Frage stellen, wieso es denn eigentlich kommt, dass aus der Finanzkrise... Ja, genau. Wieso ist denn dann eigentlich aus der Finanzkrise die Eurokrise geworden? Ja. Ja, genau. Das lag letztlich daran, dass die Finanzmarktinvestoren dann so verunsichert waren durch die Finanzkrise, durch die Bankenkrise, das Zusammenbrechen aller möglichen Finanzinstitute, Entwertung von vielen Wirtschaftsgütern, dass sie sich jetzt dann wirklich sehr genau angeschaut haben, was denn so alles in den Büchern der Banken so drin steht. Und da sind natürlich auch ganz, ganz viele Staatsanleihen, weil die Staaten sich natürlich auch zu einem gewissen Teil über Schulden, über sehr lange Zeiträume finanziert haben. Und wo dann das allgemeine Misstrauen eben in die Wertigkeit von Schulden, von wem auch immer, gestiegen war, traf das natürlich auch die Staaten und als allererstes in Europa eben Griechenland. Weil, und da war es plötzlich so,
dass die Anleihen des griechischen Staates, die in den 10 Jahren davor durchaus als solide immer bewertet worden sind, von quasi jetzt auf gleich nur noch als Schrottpapiere galten, weil man sich sagte, die Griechen haben so viele Schulden, bei der Wirtschaft, die sie haben und bei der Wirtschaftsstruktur, die sie haben, können die eigentlich gar nicht auf Dauer ihren Schuldendienst tragen, und deswegen vertrauen wir jetzt nicht mehr in griechische Staatsanleihen, und sie wurden dann von jetzt auf gleich sehr stark abgewertet. Die Zinsen, die Griechenland dann hätte zahlen müssen, wären ins Exorbitante hochgeschossen. Und der griechische Staat stand dann relativ schnell vor der Pleite. Und insofern würde ich immer sagen, die Euro-Krise ist im Kern eine Vertrauenskrise. Also weder eine Wirtschaftskrise noch eine Schuldenkrise, sondern sie ist eine Vertrauenskrise, weil das Vertrauen darin, dass jeder einzelne Euro-Staat seine Schulden schon tragen kann, quasi über Nacht, ausgelöst durch die Finanzkrise, eben weg gewesen ist. Ja, genau, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Finanzmärkte eigentlich alle Euro-Staaten, was die Schuldentragfähigkeit anbelangt, ziemlich gleich gesehen. Und ab dieser Vertrauenskrise wurden auf einmal alle diese Länder wieder sehr unterschiedlich bewertet, ob Griechenland, Italien und die ganzen Südländer vor allen Dingen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Länder eben wie Deutschland oder Holland. Und damit kam man eher wieder zu so Verhältnissen wie die, die es eben vor Einführung des Euro gegeben hatte. Ja, jetzt, warum denn dann eigentlich die Griechen retten? Darüber haben wir ja jetzt jahrelang dann gesprochen und diskutiert, wie wild. Warum hat man sich überhaupt dann mit eben dieser Frage beschäftigt, jetzt in der gesamten Eurozone eben Griechenland zu retten? Und vor allen Dingen, wen hat man eigentlich gerettet? Die Griechen oder den griechischen Staat oder die griechischen Banken? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Protagonisten. Also wenn man sich mal anschaut, wer denn eigentlich betroffen war von dieser griechischen Misere, also wer waren die Gläubiger der Griechen, also wer hatte die griechischen Staatsanleihen, dann waren das eigentlich damals zur Hälfte internationale Institutionen und andere Staaten, aber dann eben auch zu einem ganz gehörigen Anteil Banken aus anderen Euro-Ländern, die eben diese Anleihen gekauft hatten, und vor allen Dingen waren das eben Banken, die auch aus Deutschland und vor allen Dingen auch aus Frankreich kamen. Das heißt, wenn man über die Rettung der Griechen spricht und über die Hilfen, die wir denen gewährt haben, dann muss man eigentlich sehen, damit haben wir auch erstmal ein ganzes Stück Institutionen geholfen, nämlich Banken geholfen, die eben bei uns und in Frankreich sind und eigentlich wenig den griechischen Bürgern schon mal am allerwenigsten. Ja, und dann ging das ja alles los und wir haben darüber diskutiert, warum hat das denn dann eigentlich alles damals so lange gedauert, bis man dann zu einer Einigung gekommen ist? Ja, das lag daran, dass natürlich erstmal niemand in Europa darauf vorbereitet gewesen ist, dass es jemals zu solch einer Art von Krise kommen könnte. Es gab dann im Jahr 2010, also als Griechenland dann schließlich und endlich auch um Hilfe bat bei den anderen europäischen Ländern, um eben halt sich wieder finanzieren zu können zu erträglichen Konditionen, gab es dann sehr schnell die Forderung nach Eurobonds, also gemeinsamen Anleihen, die europäischen Staaten dann hätten an den Markt bringen können. Und dann wäre eben die gute deutsche Bonität, da hätte dann auch den Südländern, die damals eben in diesen Schwierigkeiten steckten, dann auch geholfen. Also es wäre dann eine gemeinsame Haftung gewesen aller Euro-Staaten, gemeinsam für alle Schulden der Eurozone. Jean-Claude Juncker, der war damals der Chef der Eurogruppe, der Finanzminister, wollte das zum Beispiel. Viele Südländer wollten das auch.
Aber die Nordländer und vor allem Deutschland, die Bundesregierung damals, wollte das nicht. Die fürchtete nämlich dass die Südländer einfach weiter sich munter verschulden würden und letztlich der deutsche Steuerzahler die Haftung für Staatsgebaren hätte tragen müssen, worauf dann letztlich die deutsche Bundesregierung aber keinerlei Einfluss hätte nehmen können. Also dieses berühmte Moral Hazard Problem. Also das ist das, was dann eben in der Bild-Zeitung auch immer rumging. Das solide Deutschland muss dann sein hart erarbeitetes Geld an lässige und schlampige Südländer überweisen, die dann einfach so weiter vor sich hin wursteln würden. Das ist natürlich dann auch eine sehr verkürzte Sicht, weil vermutlich, wenn man das beherzt gemacht hätte mit diesen Eurobonds damals im Jahr Anfang des Jahres 2010, hätte man vermutlich diese Krise sehr schnell auch in den Griff kriegen können, weil die Finanzmarktakteure als diese Diskussion dann in der Eurozone so losbrach, dachten, huch, die helfen sich ja gar nicht gegenseitig, die stehen gar nicht zusammen. Sind die überhaupt eine Währung oder sind die nicht irgendwie ein völlig unkoordinierter Haufen, die gar nicht zusammenstehen, die ihre Währung gar nicht retten wollen? Und wenn es alles Einzelstaaten sind, dann müssen wir uns jetzt jeden einzelnen Staat noch mal extra und noch mal viel genauer angucken, als wir es jetzt ohnehin schon tun. Und dadurch begann dann eben dieser Ansteckungseffekt, dass man eben sagte, okay, die Griechen können ihre Schulden nicht tragen, aber lass uns doch mal die Portugiesen anschauen, wie deren Wirtschaft denn aussieht, auch nicht besonders toll. Ja, die Iren mit ihrer Bankenkrise, die kriegen es sowieso nicht mehr gestemmt. Und so zog die Krise dann eben von einem Staat zum anderen, bis man dann im Jahr 2012 fast vor der Situation stand, dass Italien und Frankreich auch schon kurz davor waren, sich möglicherweise dann nicht mehr selbst finanzieren zu können. Aber für Eurobonds hätte es eben nie eine Mehrheit gegeben in Deutschland, weil 2009 hatten wir eine Bundestagswahl, danach eine schwarz-gelbe Regierung. Bei der FDP wären Eurobonds nie hoffähig geworden und bei großen Teilen der Unionsparteien, das hat sich dann ja im Laufe der Debatte dann sehr deutlich gezeigt, eben auch nicht. Und insofern kann man natürlich kein Projekt dann dauerhaft noch fordern, wo die Leute, die es unterstützen müssten, es schlicht und ergreifend nicht wollen. Da muss man Kompromisse finden. Ich finde es persönlich sehr schade, dass dann auch der Vorschlag vom Sachverständigenrat, also den 5 Wirtschaftsweisen damals nicht, umgesetzt wurde, einen Schuldentilgungsfonds zu machen. Der wäre sozusagen Eurobonds Light gewesen. Man hätte einen bestimmten Anteil der Schulden, den man als nicht tragfähig einstuft, also alles über 60% des Bruttoinlandsprodukts, war da so als Grenze mal angedacht, in einen Fonds übertragen. Den hätten die Euro-Länder dann gemeinsam garantieren können und über 30 Jahre abbauen. Aber dieser Vorschlag war dann eben der deutschen Bundesregierung leider auch zu nah an den Eurobonds. Deswegen hat man den dann leider auch nicht gemacht. Ja, und dann gab es ja auch noch ganz andere Ideen. Zum Beispiel die Idee einer Parallelwährung. Die wurde damals geäußert von ganz unterschiedlichen Seiten. Zum einen geäußert von dem Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, und zum anderen von Leuten, die sich mit alternativen Währungssystemen beschäftigen, zum Beispiel dem Christian Gelgeri, der Mitbegründer des Chiemgauer ist, oder auch von jemandem wie Christian Felber, der so für die Gemeinwohlökonomie steht. Ja, was stand denn dann auch hinter solch einem dann ganz anderen Lösungsansatz für die Krise? Die Leute haben sich gesagt, es macht eigentlich sehr viel Sinn, wenn man sozusagen für die Wirtschaft in Griechenland, für die inländische Wirtschaft eine andere Währung einführt, ob die jetzt nun Drachme heißt oder Euro, was zum Beispiel auch mal als Name im Umlauf war, damit sozusagen die wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb Griechenlands
mit einer neuen Währung gemacht werden können, auch die Löhne damit gezahlt werden, weil man davon ausging, dass eben diese Währung dann gegenüber dem Euro deutlich niedriger bewertet worden wäre. Das heißt, das Land hätte zwei Währungen gehabt, hätte den Euro gehabt, um damit sozusagen dann auch einzukaufen und hätte aber seine eigene Währung gehabt und hätte seine eigenen Produkte billiger machen können und hätte dann vielleicht damit die Wirtschaft wieder in Schwung bringen können. Es war dann sogar so, dass 2015 der damalige griechische Finanzminister Varoufakis wohl so einen Plan auch schon in der Schublade hatte und auch darüber nachgedacht hat, ob er das nicht tatsächlich auch in die Tat umsetzen sollte. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil auch der griechische Notenbankpräsident und auch die griechische Politik sonst davon wenig gehalten hat. Aber so verschwand eben dieser Vorschlag wieder in der Schublade, zu Recht eigentlich. Also ich jedenfalls bin heilfroh, dass es zu solchen Experimenten nicht gekommen ist, denn die ganze Idee einer Parallelwährung ist eine Illusion. Sobald man in Griechenland jetzt, also damals oder jetzt oder wann auch immer, eine Drachme einführen würde, dann wäre das die griechische Währung und nicht die Parallelwährung. Die Griechen müssten dann alles, was sie einnehmen und was sie erwirtschaften, in ihrer schwachen Drachme ausrechnen, hätten aber alle Schulden und Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit noch in den teuren Euros. Das heißt, ihre Schuldenlast würde sich dann noch verdoppeln und verdreifachen. Und die Wirtschaft hätte dann zwar billigere Produkte, aber weil die griechische Wirtschaft sehr stark im Import abhängig ist, müsste sie eben all die Güter, die sie von außerhalb brauchen, um ihr Land am Laufen zu halten, könnten sie sich erst recht nicht mehr leisten. Also die Folge der Parallelwährung wäre gewesen, dass die griechische Wirtschaft vollkommen den Bach runtergegangen wäre. Man hätte da wahrscheinlich so gut wie gar kein Unternehmen dann mehr erhalten können. Und die Wirtschaftskrise in Griechenland ist ja nun lang genug und schwer genug und tief genug, aber sie wäre noch dreimal so heftig ausgefallen, wenn man solche Parallelwährungsexperimente gestartet hätte. Ja, und dann kam ja der große Moment der Rettung des Euros am 26. Juli 2012. Damals ist der Chef der EZB in London vor die Finanzwelt getreten und hat da mit einem kurzen Statement dafür gesorgt, dass die Krise zur Ruhe kam, indem er nämlich damals kurz und knapp gesagt hat, die Zentralbank werde alles tun, was zum Schutz des Euro notwendig ist. Und daraufhin brach an den Börsen ein Kursfeuerwerk aus und es wurde alles sehr euphorisch gesehen. Und da sieht man dann auch in diesen Momenten, wie viel Psychologie in diesem ganzen Finanzmarktgeschehen drin steckt und wie sehr doch sozusagen einzelne Äußerungen und dann eine solche Wende quasi herbeiführen können, weil zu dem Zeitpunkt wusste natürlich auch noch niemand so richtig, was das denn eigentlich bedeutet. Und es musste auch gar nicht umgesetzt werden. Also es hat quasi gereicht zu sagen, die Europäische Zentralbank tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Währung dann stabil wurde. Zwei Monate später hat sich dann der EZB-Rat zusammengesetzt. Das ist das oberste Beschlussgremium der Europäischen Zentralbank. Und da sitzen die sechs Direktoren der EZB drin und die nationalen Notenbankchefs. Und die haben dann damals ein Anleiheprogramm beschlossen, was es eben der EZB gestattet, Anleihen auf dem Markt aufzukaufen. An der Stelle muss man sozusagen sich mit der Kernfrage auch des Verhältnisses von europäischer Zentralbank bzw. Notenbanken und Staaten beschäftigen. In der Vergangenheit ist es sozusagen immer eines der größten Probleme gewesen, dass sich Staaten mittels der Notenbank finanziert haben. Das heißt, wir leben ja in einer Welt mit einer Papierwährung, die quasi grenzenlos gedruckt werden kann. Und wenn man natürlich zu viel Geld in Umlauf bringt,
dann haben wir eben das große Problem der Inflation und da erinnern wir uns ja gerade in Deutschland dann auch schmerzlich dran. Deswegen ist das Konstrukt der Europäischen Zentralbank so, dass sie eben unabhängig ist von der Politik zum einen und ihr oberstes Ziel ist es eben für Geldwertstabilität zu sorgen. Das heißt, dass die Inflation nicht höher sein soll als 2%. Und deswegen ist dann in diesem Zusammenhang immer mit diesen Rettungsprogrammen, die die EZB gemacht hat, darüber diskutiert worden, ob das nicht dann doch indirekt sozusagen eine Finanzierung der Staaten durch die Notenbanken ist. Und der Trick, den man sich dann dabei eben der Weg, den man sich dabei ausgedacht hat, ist eben, dass die Notenbanken diese Anleihen der Euro-Staaten auf dem Markt aufkaufen und nicht direkt von ihnen. Und das wurde eben dann auch als regulär angesehen. Jedenfalls waren die Klagen, die es dagegen gegeben hat, bisher nicht erfolgreich. Also der Europäische Gerichtshof, der ja zuständig ist für die EZB als europäische Institution, hat geurteilt, dass also dieses Programm, was ja nie umgesetzt wurde bisher, die Ankündigung hat ja gereicht, um für Ruhe unter den Finanzmarktakteuren bisher zu sorgen, wurde vom Europäischen Gerichtshof ja als klares geldpolitisches Instrument eingeordnet. Das Bundesverfassungsgericht ist da immer noch so ein bisschen skeptisch und der Prozess ist ja noch anhängig. Da muss man mal sehen, ob die da jetzt dann noch zu einer anderen Einschätzung kommen. Aber anscheinend, so wie es so aussieht, wollen sie sich da jetzt doch dem Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung beugen, aber noch so ein paar kritische Anmerkungen dann in ihr Urteil schreiben. Jedenfalls ist es das, womit ich an dem Punkt dann rechne. Ja, die EZB, also Mario Draghi, hat zumindest im Jahr 2012 im Sommer den Zusammenbruch des Eurosystems verhindert mit dieser Ankündigung. Ich glaube, das kann man rückblickend dann schon so einschätzen, weil die europäischen Regierungen, die haben zwar nach und nach Rettungspakete geschnürt, aber es ging immer so ein bisschen zu nach dem Motto zu spät und zu wenig und deswegen war das dann sehr oft für die Finanzmarktakteure nicht besonders glaubhaft. Aber unter diesem Schutz dieses Programms der EZB, whatever it takes, was Herr Draghi so schön gesagt hat, wir werden tun, was auch immer notwendig ist an Anleihekäufen, um halt den Euro zusammenzuhalten, gab es dann ja doch nach und nach auch Beschlüsse der Eurozonenregierung, die dazu geführt haben, dass jetzt diese Euro-Rettungsarchitektur so ausgestaltet ist, dass sie durchaus auch kleine bis mittlere Krisen durchaus im Euroraum jetzt auch auffangen kann. Zu Anfang war es ja so, dass man immer versucht hat, mit so zeitlich begrenzten Konstrukten wie dem EFSF, der dann auslaufen sollte schon nach 2 Jahren, sich so ein bisschen über die Runden zu retten und bloß nicht irgendetwas zu schaffen, was eben dauerhaft eine Art von Haftungsunion wäre. Davon ist man dann so schleichend abgekommen. Inzwischen gibt es den europäischen Stabilitätsmechanismus. Das ist eigentlich sowas, fast schon sowas Ähnliches wie ein IWF für Europa. Also ein Fonds, der eben auch dauerhaft ist, der ein Grundkapital hat und den eben dann auch jedes notleidende Euroland anrufen kann, wenn es unter Druck gerät, um dann mit dem ESM und den anderen Euro-Regierungen ein Reformprogramm zu vereinbaren und dann eben auch entsprechend garantierte Kredite aus diesem Fonds beziehen zu können. Außerdem hat man dann ja auf deutschen Druck diesen Fiskalpakt geschaffen, der versucht, eben die Haushaltspolitik der einzelnen Euro-Staaten besser zu koordinieren und darauf zu achten, dass die Verschuldung in den einzelnen Euro-Staaten nicht zu groß wird. Der funktioniert im Prinzip so ähnlich wie die deutsche Schuldenbremse halt für alle Euro-Staaten. Und man hat eben auch
die Bankenregulierung europäisch vereinheitlicht und die Aufsicht eben auch vereinheitlicht und unter das Dach der EZB gebracht, dass also jetzt nicht jede einzelne Euro-Regierung im Zweifel ihre Währung wieder so rettet, wie sie meint, sondern dass das eben nach gemeinsamen Regeln unter dem Dach der EZB stattfindet. Ja, wir hatten jetzt hier noch eine kurze Verständnisfragenrunde geplant, wobei wir mit Blick auf die Uhr wirklich auch nur reine Verständnisfragen jetzt annehmen, während wir alle anderen jetzt in den Diskussionsblock schieben. Der kommt jetzt dann auch in einer Viertelstunde, versprochen. Also gibt es noch Verständnisfragen? Ja. Warten wir eben kurz auf das Mikro. Was ich vermisse bei Ihnen, was ich verstehen möchte. Wir haben viel Tränen geweint in den letzten Jahren, wenn die Begriffe Hedgefonds und Ratingagenturen fielen. Da habe ich gar nichts von Ihnen gehört. Das hat aber auch irgendwie einen großen Einfluss. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen. Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn man diese ganzen Krisen hier zusammenfasst. Die Ratingagenturen haben die große Rolle gespielt am Anfang der Krise. Zum einen, als es eben um diese Subprime-Krise in den USA ging, weil es war ja so, dass diese neuen Produkte, die damals die Banken kreiert haben, in die sie die Immobilien reingepackt haben in den USA, einen Stempel bekamen, quasi, wie viel ist das Ganze wert? Den Stempel haben die Ratingagenturen da drauf gesetzt und sie haben eigentlich diese ganzen auch teilweise hochriskanten Immobilien Geschichten mit einer super Bonität ausgestattet. Das heißt, da war dann überspitzt gesagt jetzt überall der Stempel 1A drauf und deswegen wurde es eben dann auch von so vielen Banken, zum Beispiel auch in Deutschland oder Pensionsfonds gekauft, weil die sich nur orientiert haben an diesen Bonitätssiegel, das von den Ratingagenturen kam. Und an dieser Stelle haben Ratingagenturen natürlich eine total fatale Rolle gespielt und damals ist ja auch dieses Grundproblem offensichtlich geworden, dass es eigentlich vielleicht keine gute Idee ist, dass die Finanzinstitutionen, die Produkte herstellen, auch diejenigen sind, die den bezahlen, der diese Finanzprodukte bewertet, nämlich sprich die Ratingagenturen. Danach gab es eine große Diskussion auch darüber, ob man nicht auch so etwas wie eine europäische Ratingagentur schaffen soll, weil eigentlich die maßgeblichen Institutionen alle in den USA sitzen, also Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Da ist man aber nicht weitergekommen, das ist gescheitert. Man hat auch an der Geschichte nichts Großartiges geändert. Aber Sie haben völlig recht, also die Ratingagenturen sind da ein sehr zentraler Spieler und die Ratingagenturen sind ja auch diejenigen, die dann auch die Staaten bewertet haben. Das heißt, die bewerten ja nicht nur die Schulden jetzt von Privatleuten oder Unternehmen, sondern auch von Staaten und damit unterliegen sozusagen auch die Staaten ganz maßgeblich immer diesen Urteilen der Ratingagenturen. Also wobei man für die Ratingagenturen so ein paar kleinere Regeln geschaffen hat, dass die jetzt dann doch ein bisschen sorgfältiger arbeiten und begründen müssen als vorher. Es gibt inzwischen kurioserweise dann auch eine chinesische Ratingagentur am Markt, die allerdings dann nicht wirklich die Bedeutung erreicht hat. Insgesamt kann man vielleicht sagen, weil die Ratingagenturen als Krisenverschärfer und auch immer als Agenturen sich gezeigt hatten, die mit dem Markt laufen und nicht als Frühwarnsystem taugen, dass inzwischen die Ratings der Ratingagenturen nicht mehr die Bedeutung haben, die sie vor der Finanzkrise hatten. Verständnisfragen? Oder dann? Unter diesen Bedingungen, nationalstaatlichen Bedingungen, war es jedem Staat möglich, Geld zu drucken, die Druckmaschinerie anzuwerfen. Das geht jetzt unter europäischen Bedingungen nicht mehr. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, es kann kein Staat mehr Euros drucken. Und anstelle dieser Druckmaschinerie ist nun eine EZB da, die irgendwelche die Anleihen ausgibt. Ganz so nicht. Also zum einen ist das Modell, was wir heute bei der EZB haben, entspricht im Grunde auch dem, was wir vorher zum Beispiel bei der Bundesbank hatten.
Also da sind jetzt keine neuen Regeln eingeführt worden. Natürlich stellt die Europäische Zentralbank Geld her. Also das Geld, was wir haben, kommt schon von der Europäischen Zentralbank. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man Riegel immer da reinschiebt, dass die Zentralbank keine Schulden, also keine Schuldanleihen der Staaten direkt kauft. Weil das wäre quasi sozusagen dann die direkte Staatsfinanzierung. Also wenn der Bund Schatzbriefe herausgibt und die EZB kauft die direkt dem Bund ab und gibt dem Bund dafür Geld, dann wäre das eben die direkte Staatsfinanzierung. Den Mechanismus, den gibt es eben grundsätzlich nicht. Was jetzt passiert ist, ist, dass Anleihen, die vorher schon Institutionen gekauft hatten und die im Markt waren, wie man das dann nennt, dass die dann von der EZB gekauft worden sind. Aber dann eben von einer Bank zum Beispiel, aber nicht direkt eben von den Staaten. Aber womit Sie natürlich recht haben, ist, dass das nationalstaatlich, also die Bundesbank kann jetzt nicht in dem Sinne Euro drucken. Also das macht die EZB für alle 19 Euro-Mitgliedstaaten. Ja, Sie hatten von der Parallelwährung gesprochen in Griechenland, Drachme und Euro. Meinen Sie damit den Austritt aus dem Euro von Griechenland oder ist das wieder nochmal ein anderes Modell? Nein, das war jetzt das Modell, wo man sozusagen zwei Währungen parallel in Griechenland gehabt hätte und nicht Austritt, wobei es jetzt alle diese Varianten in dieser Diskussion gegeben hat. Eben. Es ging an der Stelle einfach darum, sozusagen auch noch so einen alternativen Lösungsansatz mal. Aber die haben Sie jetzt nicht bewertet, den Austritt haben Sie jetzt nicht näher erläutert. Nee. Also es gibt ja keine Parallelwährung, wie gesagt, und meine persönliche Wertung ist, dass Parallelwährungen im Euroraum auch nicht funktionieren würden. Und der Austritt auch? Also der Austritt, der würde schon, also den könnte es schon geben, aber der wäre meiner Meinung nach verheerend für das Land. Wir wollen jetzt nicht die Diskussion vorwegnehmen. Können wir vielleicht, dann machen wir mal kurz, also wir wollten jetzt noch mal ganz kurz auf die Nebenwirkungen der Rettungspolitik kommen und dann in die Diskussionsrunde. Und ich glaube, dass wir dann eben noch mal tiefer einsteigen. Ja, wenn man, nachdem wir jetzt viel über die Rettung von Banken und der Konjunktur gesprochen haben, sollte man aber auch zumindest mal erwähnen, dass auch eine brutale Parallelpolitik gegeben hat. Also die Institutionen in Europa haben ja dafür gesorgt, dass eben in den Krisenstaaten, ob das nun Griechenland, Spanien, Irland oder Portugal war, die Staaten dann eine strikte Sparpolitik einleiten musste. Und das hat schon sehr viele Menschen getroffen. Also wenn man sich das, es sind ja nicht nur Sozialprogramme gekürzt worden, es hat auch Eingriffe in die Tarifautonomie gegeben. Es sind in den südlichen Ländern häufig die Tarifverhandlungen von zentralen Verhandlungen der Gewerkschaft mit den Unternehmen auf die Betriebe verlagert worden, weil das flexibler ist und weil man da auch häufig weniger Löhne findet. Es sind Mindestlöhne gekürzt worden. Es sind Deregulierungen im Arbeitsmarkt durchgeführt worden. Also es hat einen massiven Preis gekostet, auch diese Rettung, also diese, wenn die Staaten eben Geld aus diesen gemeinsamen Töpfen oder Sicherheiten bekommen haben, mussten sie dafür auch eine Menge bezahlen. Und man hat auch ziemlich unterschätzt, wie sehr das dann auch die wirtschaftliche Erholung in der ganzen Eurozone und in Europa behindert. Also dadurch, dass eben die Leute, die normalen Menschen an vielen Stellen sehr viel weniger Geld in den Taschen hatten, ist das auch ein ganz zentraler Punkt dafür gewesen, dass die Wirtschaft bis heute in Europa vor sich hindümpelt. Ja, die Sparpolitik, da gebe ich dir recht, hat in der Rezession, die in den Euro-Krisenstaaten ja dann etwas tiefer war und länger gedauert hat und in Griechenland auch immer noch andauert, krisenverschärfend gewirkt. Dummerweise allerdings, an dem Punkt tue ich mich dann auch persönlich durchaus schwer,
ist es ja so, dass in all den Krisenländern die Schuldenstände dann durch diese Vertrauenskrise dann sehr schnell, sehr stark auch anzusteigen drohten und teilweise auch angestiegen sind. Deswegen war man in diesen Staaten dann nicht wirklich in der Lage, durch große Konjunkturpakete, die man wiederum kreditfinanziert, dann auch noch für Wachstum zu sorgen. Also da war man wirklich in der Situation dann eben auch in einer Zwickmühle. Und der Preis der Sparpolitik, der ging dann auf Kosten der Leute. Das ist leider richtig. Aber ich fürchte eben, dass man ganz ohne Strukturreformen und ohne Sparpolitik auch es nicht hätte schaffen können, also die grundlegende Krise wirklich einzudämmen. Was man jetzt sieht in den Ländern, die gerettet wurden durch Euro-Rettungspakete, wächst ja inzwischen auch die Wirtschaft wieder, außer in Griechenland. Also ich würde immer sagen, Griechenland ist nach wie vor ein Sonderfall, von dem man nie so richtig weiß, wann die Probleme dort wirklich gelöst sein werden. Also damit werden wir wahrscheinlich auch dann ein Stück weit halt leben müssen, noch eine Zeit lang. Was muss heute passieren, um halt die Eurozone weiter zu stabilisieren als Eurozone insgesamt? Ich bin der Meinung, es wäre theoretisch schon sinnvoll, mehr Europa in der Eurozone zu haben, die Eurozone stärker zu integrieren, mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik zu machen. Es ist ja auch so, Schäuble und auch Weidmann fordern stärkere Integration, auch Macron, der französische Wirtschaftsminister, fordert das. Nur meinen die alle was Unterschiedliches. Die Deutschen meinen, wir müssten strenger sein, wir müssten mehr sparen, wir müssten den Schuldenabbau vorantreiben. Macron meint, wir müssten stärker eine investierende Wirtschaftspolitik in der Eurozone betreiben, gemeinsam. Vermutlich wäre es gut, eine Kombination aus beiden Ideen zusammenzustricken, die dann sowohl zu Investitionen führt, als auch darauf achtet, dass die Schulden nicht aus dem Ruder laufen. Nur wenn man sich realistisch anguckt, wie zurzeit die politischen Gegebenheiten sind in der Eurozone, halte ich es für relativ unrealistisch, dass wir im Moment da zu weiteren Integrationsschritten kommen können, weil eben die meisten europäischen Staaten das schlicht zurzeit nicht wollen. Das sieht man ja auch an der Flüchtlingskrise, dass die Staaten sich eher auseinanderentwickeln als zusammenentwickeln. Wo ich zurzeit leider nur sagen kann, ich finde es schade, aber auf kurzfristig werden wir es wohl nicht ändern können, oder? Ja, und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Euro am Ende des Tages auseinanderfliegt, denn die wirtschaftlichen Ungleichgewichte, die sind so groß und die Bereitschaft, sich anzunähern, die ist eigentlich kaum vorhanden. Also dazu müssten zum Beispiel in Deutschland die Löhne ganz drastisch steigen. Das würde uns alle freuen oder sehr viele. Aber zum Beispiel würde es nicht die deutsche Exportwirtschaft freuen. Aber die Unterschiede zum Beispiel von den Löhnen zwischen Deutschland und den ganzen Nachbarstaaten, die sind so drastisch, weil Deutschland längst eine Art Billiglohnland innerhalb des Kontinents ist. Aber ich sehe da keinerlei Änderungen. Also fliegt es auseinander. Also ich glaube das nicht. Schlicht und ergreifend deshalb, weil kein einziges Land der Eurozone wirklich ein ökonomisches Interesse daran haben kann, dass der Euro auseinanderfliegt. Jedes Land, was jetzt aus dem Euro hinausfliegen würde, hätte dadurch so viele Nachteile, dass dann, wenn diese Situation mal wieder drohen sollte, sich vermutlich doch
immer wieder alle zusammenraufen werden, damit es genau dazu nicht kommt. Weil wenn eins rausfliegt, dann gibt es sofort wieder Ansteckungsgefahren, auch für andere Länder. Wirtschaftskrisen würden dann am Horizont wieder auftauchen. Und deswegen glaube ich, dass es dazu nicht kommen wird. Das ist so ähnlich wie, wie mit der Zahnpastatube. Wenn man jetzt erstmal die Zahnpasta draußen hat, kriegt man sie nicht zurück. Wenn man den Euro auflösen würde, wäre es nicht mehr so, wie es vor Einführung der Eurozone gewesen ist. Also insofern denke ich, der Euro wird sich weiter also vor sich hin wursteln. Ja, und jetzt können wir uns ja auch fragen, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun? Also jetzt, man spricht ja über sehr, sehr abstrakte Strukturen und das ist alles sehr weit weg. Das spielt sich dann immer meistens in Brüssel in den berühmten Nachtsitzungen ab. Aber können wir überhaupt eigentlich als Bürger zu fairen europäischen Finanzstrukturen irgendetwas beitragen? Also sehr viel jedenfalls zumindest nicht, wenn man sich anschaut, was man jetzt da als Verbraucher zum Beispiel leisten könnte. Also man kann sich natürlich vorstellen, wir haben dieses Problem too big to fail, über das wir gesprochen haben, dass gerade große Banken dann, wenn es zu einer Krise kommt, unbedingt gerettet werden müssen. Das ist bei kleinen nicht der Fall. Da könnte man sich dann zumindest als Verbraucher schon mal überlegen, ob man nicht dann eher zu den kleinen Banken geht, damit man hinterher als Steuerzahler nicht die großen mit retten muss. Das ist sowieso vielleicht auch keine verkehrte Idee, weil wenn man sich dann mal anguckt, wie so dezentral aufgestellte Banken, also ob Volksbanken, Sparkassen oder vor allen Dingen auch dann so ethisch und ökologische Banken agieren, dann gibt es da doch deutliche Unterschiede. Und vielleicht sollte man sich auch überlegen, dass man nicht unbedingt immer in so anonyme Finanzprodukte investiert und dann nur auf die Rendite schaut, wenn man eigentlich gar nicht weiß, hat man da jetzt eigentlich ein Finanzprodukt gekauft, wo vielleicht dann gegen den Euro gewettet wird am Ende des Tages und ich bin damit beteiligt oder nicht. Also vielleicht ist es dann doch eine gute Idee, man schaut, dass man so Finanzprodukte kauft, die einen echten realwirtschaftlichen Bezug haben. Also was weiß ich, zum Beispiel sich an einem Fonds beteiligt, der dann Flächen für Biobauern sichert. Sowas gibt es heute alles und muss man sich wohl politisch einmischen, wenn man wirklich etwas an diesen Finanzregeln verändern will. Also ich halte ehrlich gesagt die direkten Einwirkungsmöglichkeiten einzelner Bürger auf das ganze große Finanzsystem für sehr begrenzt. Also persönliche Entscheidungen für ethische Investments finde ich durchaus auch gut, aber das ist eine persönliche Entscheidung, mit der man sich dann persönlich vielleicht auch besser fühlt. Aber ich glaube nicht, dass das die große Systemveränderungskraft hat. Ich halte es allerdings für sehr, sehr wichtig, zu Wahlen zu gehen, um halt zu bestimmen, wer das Land regiert. Dummerweise muss man ja heutzutage die Wichtigkeit von Wahlen schon betonen angesichts der Wahlbeteiligung, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Es würde wirklich helfen, wenn das einfach wieder mehr Begeisterung auslösen würde. Und es würde auch helfen, wenn sich wieder mehr und auch neue Leute in den etablierten demokratischen Parteien wirklich engagieren würden. Also nicht einfach nur rummeckern und in sozialen Foren schimpfen und aber die Parteien sich so austrocknen lassen, die wir nun haben als Institutionen, die ja in der Verfasstheit unseres Systems auch wirklich etwas bewegen können. Und deswegen hielte ich es für sehr wichtig, wenn man sich an dem Punkt wieder mehr engagieren würde, als das heutzutage so modern ist. Weil der Bundestag, also es wird da ja auch immer viel geschimpft, dass der Bundestag sich nicht wirklich damit beschäftigt hätte, mit den Euro-Rettungspaketen. Finde ich, stimmt nun wirklich überhaupt nicht. Ich habe die ganzen Debatten im Bundestag dazu auch verfolgt. Da wurde sehr engagiert debattiert, sehr ausführlich debattiert und die Leute haben sich wirklich auch damit beschäftigt. Und eben auch mit diesem Diktum von Merkel, there is no alternative, was ja nun wirklich nicht stimmt. Die Alternative wäre eben eine sehr viel stärkere, sehr viel tiefere, sehr viel europäischere Wirtschaftskrise gewesen. Und die wollte man vermeiden und die hat man wenigstens vermieden. So, an dem Punkt
wollten wir jetzt hier erstmal schließen und jetzt in die Diskussion einsteigen. Ja, vielen Dank. Erstmal, ich schalte mich jetzt wieder ein, um die Fragen zu moderieren. Ich bräuchte den Stuhl da jetzt. Oh, super, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, es waren ja viele Meldungen schon, wollte ich nochmal auf die Thesen vom Anfang zurückkommen. Da habt ihr ja sehr immer die gegensätzliche Behauptung aufgestellt. Was ist denn jetzt die Quintessenz der Ausführungen zu diesen fünf Fragen? Also bei der ersten, beim ersten Paar, die EZB ist der Feind des deutschen Sparers oder nein, sie ist der Retter des deutschen Arbeitnehmers, das stimmt natürlich beides. Der deutsche Sparer hat natürlich den Nachteil der niedrigen Zinsen, kann sich allerdings freuen, dass die Inflation auch sehr niedrig ist. Das heißt also, ganz so schlimm sind die Zinsen dann letztlich in ihrer Wirkung nicht. Aber die Tatsache, dass die EZB die ganz tiefe Depression ja dann auch verhindert durch die niedrigen Zinsen, macht sie zum Retter des deutschen Arbeitnehmers, weil wenn die Wirtschaft hier zusammenklappen würde, wären eben sehr, sehr viele Leute arbeitslos. Insofern ist sie der Retter des deutschen Arbeitnehmers. Ja, und bei der nächsten These, also die EZB hat die Euro-Krise jedenfalls bisher beendet. Das heißt aber nicht, dass die Krise nicht irgendwann wiederkommen könnte. Aber sozusagen die EZB und überhaupt mit den Mitteln der Geldpolitik ist das gemacht worden, was man damit machen kann. Und jetzt müsste man eigentlich auf Ebene der Politik schauen, dass man entweder über Fiskalpolitik, also über Stimulierung jetzt der Wirtschaft den Euroraum in Gang bringt und auch eine engere Zusammenarbeit herstellt. Nur das kann die EZB nicht, also eine Harmonisierung von Politikfeldern wie Fiskalpolitik oder auch bestimmte soziale Mindeststandards, das ist sozusagen Aufgabe jetzt der Regierung und das kann Draghi nicht. Ja, dann hatten wir als drittes das Paar, die Banken sollen sich doch selber retten. Um Himmels Willen, große Banken reißen ganze Volkswirtschaften in den Abgrund. Da ist es klar, die These, die Banken sollen sich doch selber retten, ist gefährlich. Man sollte sie versenken. Man sollte also die These versenken und immer große Banken retten, damit sie die Volkswirtschaften nicht in den Abgrund reißen. Ja, und dann hatten wir die These, Deutschland ist der Zahlmeister Europas. Deutschland zahlt sicher in die Brüsseler Kassen eine Menge ein, aber unter dem Strich ist gerade, wenn man sich die Wirtschaftsentwicklung anguckt, Deutschland der absolute Profiteur des Euro-Wirtschaftsraums und insofern auch wahrscheinlich nicht der größte Profiteur, das sind natürlich schon die Länder, die direkt gerettet worden sind, aber ein sehr großer Profiteur der Euro-Rettungspolitik. Und zum Zahlmeister kann man noch sagen, dass richtig gezahlt ja nicht wurde, sondern es sind bisher reden wir über Garantien, die der Bundeshaushalt eben gibt für die Kredite, die dann eben das Schlimmste in den Südländern verhindert haben. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass der Steuerzahler da noch größere Beträge wirklich wird bezahlen müssen. Anders sähe es allerdings aus, wenn man Länder aus dem Euro rauskickt. Dann würden natürlich ganz schnell die Garantien, die Deutschland gegeben hat, dann auch fällig werden. Insofern ist es mir bis heute unverständlich, warum Finanzminister Schäuble es wirklich so auf den Grexit hat ankommen lassen in der letzten Runde der Griechenlandrettung, weil das hätte er dann zu einem gewissen Teil mit etlichen Milliarden auch aus dem Bundeshaushalt finanzieren müssen. Dann hatten wir noch, die Länder des Südens wurden kaputt gespart. Nein, die Länder des Südens hatten versäumt, ihre Wirtschaft zu modernisieren und mussten das jetzt nachholen. Da tendiere ich mehr zur zweiten These und Kaspar wohl eher zur ersten, oder? Ja.
Naja, weil meiner Meinung nach das einfach übertrieben worden ist mit der Austeritätspolitik. Und wenn man sich anschaut, wie sich Arbeitslosigkeit in den Ländern entwickelt hat, was für eine Perspektivlosigkeit viele junge Menschen in Südeuropa haben und man auch kein wirkliches Ende da dieser Durststrecke sieht, dann denke ich, ist da einfach übertrieben worden. Und es gab auch am Anfang der Eurokrise auch große Ideen, was man denn anders machen könnte und dass man eben diesen Ländern auch eben noch anderweitig unter die Arme greift. Aber da ist aber wenig passiert, also viel zu wenig. Ja, man hätte vielleicht etwas mehr da tun können. Dennoch ist es auch nicht falsch zu sagen, dass es Modernisierungsdefizite in einzelnen Ländern des Südens gegeben hat, also in Griechenland auf jeden Fall. Und dass da manches dann auch nachgeholt werden musste, das ist dann leider auch der Fall. Man hätte es an manchen Punkten handwerklich besser machen können und dann wären die Nebenwirkungen auch nicht so schwer geworden. Gut, vielen Dank erstmal.